Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich öffne den Podcast. Und damit herzlich willkommen an alle zurück. Justin, du sitzt gerade bei 36 Grad und es wird noch heißer. Am Strand lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen. Gehst ein bisschen im Meer planschen und lässt viele wunderschöne Fotos von dir machen für Instagram, ne? Ja, ganz genau. Genauso schön wie das Bild, was du ohne meine Erlaubnis gepostet hast auf Instagram letztens, ne? Das gibt eine Anzeige und einen Punkt in Flensburg, ne? Ich hab's, 70 Euro und Punkt in Flensburg, ne? Ich hab erst überlegt, dich zu fragen und dachte ich so, du sagst bestimmt nein. Da war ich so assi und hab's einfach gemacht. Übertragst das mal auf andere Themen, ne? Ich dachte, ich wollte sie fragen, aber die sagt bestimmt nein, also hab ich's einfach gemacht. Oh Gott. Ja, moin Leute, so wie immer, willkommen bei einem beim schönen Küchenmedizin-Podcast. Der Podcast, wo Freunde sich nicht fragen, ob sie etwas wollen oder nicht. Geht weiter, ne? Ich bin gerade im Urlaub, wenn ihr das theoretisch hört nochmal, bevor es dann losgeht. Und wenn ihr euch darauf freut, heute kommt nicht die Folge, die ihr wünscht. Es geht heute noch nicht. Oder, ich weiß ja gar nicht, wie wir das machen. Die wird wahrscheinlich dann schon gekommen sein. Dann habt ihr es jetzt vielleicht sogar schon gehört, ja. Dann wisst ihr jetzt schon, was ich mache. Dann kann ich es euch ja jetzt auch nicht sagen, sondern wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr dann nochmal reinhören. Ja. Genau, ja. So. Und das sind jetzt die Folgen, du bist gerade noch im Urlaub und dann geht es bald bei dir in den Beruf los. Da hattest du Bock, nochmal ein bisschen zu reisen, verständlicherweise. Und dementsprechend haben wir jetzt der zweite Teil quasi der Fragen, die ihr uns mal geschickt habt, die habe ich hier noch auf meinem Handy, auf meinem mobilen Endgerät. Ja. Weil ich wollte eben nachgucken, kurz vor der Folge, und irgendwie waren die weg. Also ich weiß nicht, wie man auf, also keine Ahnung, also wir sind ja wirklich, muss man ja auch sagen, im Instagram-Game sind wir ja beide wirklich echt auch nicht so wahnsinnig gut und bewandert. Man kann die mit Sicherheit irgendwo nachschauen, das irgendwo nochmal nachschlagen, die ganzen alten Umfragen und so, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht oder ob das geht. Ich habe das einfach mal gescreenshottet und deswegen habe ich die, muss ich das gleich mal neben meinen ganzen Nacktbildern, die ich von Justin zugeschickt bekomme, muss ich dann die Fotos raussuchen, die Screenshots von den Umfragen. Genau, also es geht weiter. Ihr habt fleißig Fragen gestellt. Wenn ihr da weiter dran interessiert seid oder uns generell etwas fragen wollt, könnt ihr das gerne bei Insta, Spotify, per Mail, küchenmedizin@gmx.de, Küche mit UE, gerne machen. Das ist völlig in Ordnung. Voraussetzung dafür, damit ihr dann halt Access bekommt, ist immer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, ne? Oder Apple Podcast. Und Apple Podcast und gerne auch eine Bewertung kurz da lassen. Ne? Ich habe da bei Apple Podcast schon lange nicht mehr reingelesen, was da so für Bewertungen stehen. Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ein Abonnement, ne? Ein Abonnement, kostenfrei, ne? Support ist kein Mord, man kennt's. Wir haben letztens übrigens, das eine Kategorie sehe ich jetzt mal aus, weil das war so eine Frage, die wir auf Instagram mal bekommen haben. Nicht im Zuge der Umfrage. Ab wann muss man eigentlich einer obdachlosen Person helfen? Weißt du, man wohnt ja in einer Großstadt und manchmal sieht man ja wirklich, dass es den Menschen einfach gerade absolut nicht gut geht. Ab wann ist man, was weiß ich, dazu verpflichtet? Oder wann müsste man eigentlich hingehen und der Person helfen? Die Frage ist eher, ab wann muss man das machen rechtlich, sage ich mal, und ab wann ist es moralisch nicht vertretbar, es nicht zu tun? Ne? Genau, also ich denke, das ist halt eine Frage, die recht schwierig zu beantworten ist. Ich glaube, das ändert sich vor allem bei mir aggressiv in der Jahreszeit. Also wenn es sehr, sehr kalt ist, dann ist es schon wesentlich schwieriger einzuschätzen. Ne? Da finde ich, setzt das die Grenze sehr weit herab, wo man schon eher mal zu jemandem hingeht. Oder was meinst du jetzt? Ja, genau, genau das meine ich. Ich finde es halt super schwierig, weil an sich sage ich, das bin ich da der gleichen Meinung wie du. Ich finde es aber schwierig, weil du kannst ja nicht einschätzen, ob du jetzt selbstgefährdet bist. Man kann, also, ne, ist ja jetzt, also wenn da jetzt eine Person sitzt, wo halt mehrere Flaschen Bier und ist offensichtlich stark alkoholisiert, du weißt ja nicht, wie die Person drauf ist. Ne? Da muss man, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein. Also der Selbstschutz gilt ja eigentlich immer, ist ja eigentlich immer wichtiger. Dann, also bevor man jetzt halt in eine Situation selbst gefährdet, muss man sich eigentlich eher selbst schützen. Ja, gut, ne? Also ich weiß ja jetzt nicht, ob du auf irgendeine bestimmte Situation anspielst, aber nach meiner Erfahrung ist es halt meistens so, dass man die Leute ja auch im Optimalfall erstmal anspricht auf einer gewissen Entfernung. Und in der Lage ist, glaube ich, wenn du eine alkoholisierte Person da hast, dann schon doch eher den Dampfer zu machen, wenn da irgendwas passieren sollte. Also ich habe jetzt ein, zwei Mal die Situation gehabt, da war ich mir unsicher, hab die Person dann angesprochen, hat dann geantwortet, hat gesagt, will keine Hilfe. Okay. Hab mal gefragt, ob sie es wirklich nicht will. Und dann, nö, so, dann kannst du nichts machen. Ne? Ja. Aber ich persönlich war jetzt noch nie in der Situation, beziehungsweise hatte vielleicht auch einfach dann nicht das Auge dafür. Kann auch sein. Ja.
aber war jetzt noch nicht in der Situation. Also die Frage hat jetzt jemand halt gestellt, der auch in der Großstadt wohnt, ich glaube sogar auch in Hamburg, und meinte, da trifft man halt ja nun mal halt einfach häufig drauf. Ne? Gerade hier im Hauptbahnhof, da sieht man halt einfach häufig dann doch auch obdachlose Personen, wo man sich nicht weiß, braucht die Person jetzt gerade Hilfe oder nicht. Finde ich nicht Ja, leicht zu absolut. beantworten. Ist nicht einfach zu beantworten, aber im Zweifel, glaube ich, geht immer, wenn man vorsichtig ist, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Weil, wie gesagt, mehr als dass sich jemand anpöbelt und sagt, ich will keine Hilfe, ne, da kann man sich dann drüber ärgern, aber man weiß, am Ende hat man das Richtige getan im Zweifel. Apropos Lukas, vielleicht jetzt trotzdem mal so als Update, weil sonst würden wir das ja wahrscheinlich nicht thematisieren. Heute, wo wir das aufnehmen, hast du deinen letzten Tag im PJ gehabt, ne? Richtig, ja. Ich habe heute mein Telefon abgegeben, meinen Schlüssel abgegeben und bin jetzt durch. Genau, Wie ist so das also jetzt, Stimmungsbild? wo die Aufnahme ist, wo ihr das hört, bin ich schon Naja, 2 Wochen klar. oder so durch, aber jetzt, wo wir es Aber gerade aufnehmen, ja. bin ich durch. Ja, und man muss ja halt eben sagen, da wir thematisieren das ja auch nicht wann anders Nee, nee, das sozusagen. stimmt. Deswegen kann man das ja einmal thematisieren. Wie ist das Stimmungsbild? Gut, oder? Sehr gut. Ja, Ja. herrlich. Ist wunderschön. Was hast du jetzt so Und vor? Geht's jetzt ans Lernen? ja, das ist so ein bisschen so die Sache. Da habe ich mir bis jetzt gesagt, pass auf, das mache ich am Montag, mache ich mir da mal eine Platte drum. Wobei ich, da glaube ich eher, wenn ich ehrlich bin, nach der Aufnahme mich schon mal hinsetzen werde und mich da mal mir ein bisschen was überlegen werde, wie ich das genau angehe. Ich meine, ich habe echt lange Zeit fürs M3 zu lernen. Ich glaube nicht, dass ich sofort reinstarte. Ich habe da eigentlich, also 10 Wochen, könnt ihr mir vorstellen, dass das irgendwann dann doch echt ein bisschen viel Zeit ist. Ich 10 Wochen. glaube erstmal, dass ich erstmal nochmal eine Woche chill. Was ich in der Woche mache, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach gümmeln, schlafen und nichts tun. Und dann werde ich immer mal ins Lernen reinstarten. Aber ich habe mir jetzt noch nichts Genaues vorgenommen. Ich wollte eigentlich nochmal nach Holland. Meine Eltern haben da ja einen Wohnwagen. Wollte Da ich wollte ich gerade eigentlich fragen. gerne nochmal hin für ein paar Tage mit meiner Freundin und unserem Hund. Aber das wäre es auch so. Aber ich, Achso, also ja, mit das dem. steht jetzt noch die Überlegung, weil du gerade meintest, Woche Gümmeln, jetzt dann doch nicht, oder? Also steht Doch, die das Woche jetzt oder Gümmeln steht auf das jeden nicht? Fall. Achso, plus die 4 Tage. Plus, genau, Ja, plus ein das paar wäre dann Tage schon, noch mal. das sind schon 2 Wochen, ne? Also da musst du dann Ja, aber auch. genau, aber ich habe aber dann immer noch 8 Wochen. Ja, Lukas, dann aber bitte auch mal ganz hier transparent für alle zusammen, ne? Nicht, dass es dann wieder hier heißt, Influencer-Leben und so, ne? Also ich möchte, dass du es dann noch einmal klar definierst. Du kannst nicht sagen, eine Woche Gümmel, ne? Dann fängst du an, aber dann machst du eigentlich noch 4 Tage extra in Holland, ne? Im Ja, Wohnwagen. Bisschen vielleicht smoky smoky, zwischendurch. noch auf die Legalisierung in Deutschland warten, die sich ja jetzt ein bisschen verzögert hat, ne? Also. Nein, aber genau. Nee, Ja, ich cool. denke, das reicht immer noch. Also Das ich habe reicht jetzt mit ein völlig paar aus. Leuten gesprochen, die meisten sagen, ist mehr als genug Zeit. Das Deswegen. reicht völlig aus, also denke ich auch. Ich meine, du hast dir natürlich mit deinem Wahlfach ein bisschen Klotz ans Bein gelegt, aber Das stimmt ein bisschen. also hast halt einfach viel zu lernen so. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn es dein Losfach wäre, also die andere Hälfte deiner Gruppe. Aber ist da, glaube ich, mehr in der Bredouille als du. Aber ja, Ah, da das reden wird wir gleich schon. nach der Folge nochmal drüber, Justin. Ja, da reden wir gleich nachher nochmal Über drüber, das ne? eine oder Das. andere, was jetzt hier öffentlich nicht besprochen wird. Ich würde sagen, das ist FSK 18-Content, ne? Das nicht, aber das muss vielleicht jetzt nicht so nach außen getragen werden. Manche Dinge. Nee, das wird nicht das, woran du jetzt denkst, aber gibt noch ein paar Insider-Infos. Woran denke ich denn? Nein, okay. Ja, ich Also, weiß. genau, das ist es so. Das ist der Plan für heute. Wir machen die nächsten Fragen. Stellt uns eure Fragen weiter rein, eure Meinung und so weiter und so fort. Lukas, jetzt durch. Ich bin gespannt. Du wirst uns ja sicherlich. Ja, du wirst uns ja sicherlich auf dem Laufenden halten und ich werde dir dann den einen oder anderen Haushaltsfall doch mal vorbereiten. Was denkst du? Da reden wir noch mal drüber, nämlich. Ich habe. Achso. Wieso Da re reden reden wir? wir nach der Folge drüber. Ah, Das kann ich okay. jetzt nicht sagen. Reden wir nach Ja, der Folge okay. drüber. Ich dachte, ich gehe ein bisschen auf Insta, ne, mich schon mal so inspirieren lassen, habe dann das Profil von Don Medicus gesehen und dachte so, yo, der macht doch auch so Haushaltsfälle. Hab's mir angeguckt und dachte, nee, mach ich nicht so. Und Nee, dann, gibt ja, also vielleicht nehmen wir uns ein anderes Fach. okay, dann nehmen wir uns halt ein anderes. Ja, halt internistische Fälle oder so. Ja, okay. Notaufnahme, so, weißt du? Ja, dann machen wir sowas. Dann machen wir Kann man ja auch internistische beides Fälle. machen, weißt du? Kann ja auch innere und Chirurgie dann sein. Ja, klar, kann Ist man das natürlich auch Spektrum ein machen. bisschen größer. Ja, wir machen, wir, ja, wir passen das mal an, ne? Wir passen das mal. Ich erkläre dir das. Ich Dann erkläre dir an. das nochmal, Ich bin warum. echt, ja, Mann, jetzt bin ich echt gehypt. Jetzt will ich wissen, woran es liegt. Ja, ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Okay, Leute, dann lasst uns auch weitermachen. Also, du hast uns heute ein Medifact wieder mitgebracht. Wir wissen Absolut. jetzt nicht, nur dass ihr euch nicht wundert, ob das jetzt zweimal Lukas, zweimal ich bin, ist ja am Ende auch wurscht. Ne? Ihr kriegt jede Folge, wie versprochen, ein Medifact. Und ja, da würde ich sagen, starten wir doch einfach rein mit, oder? Pass auf, dann starten wir jetzt direkt in meinen Medifact. Medifacts. Medifacts.
zwar, Justin, habe ich dir heute wieder ein. Also heute ist wirklich, halte ich mich mal auch an das Format, was wir ursprünglich mal geplant hatten. Weil das Format war ja ursprünglich mal so geplant, dass es kurze kleine Facts werden, so 5 Minütchen, 10 Minuten. So unnützes Wissen eigentlich so, ne? Genauso unnützes Wissen, vielleicht nice to know, vielleicht so einen kleinen Fun Fact oder so. Und nicht das, was wir halt sonst jetzt irgendwie immer hatten, dass wir da irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Minuten entarten, wie das ein oder andere tumoröse Geschehen. Der ist mir gerade spontan gekommen. I'm sorry, ey, der ist mir gerade spontan Der war gekommen. aber gut, ey. Wir müssen den, glaube ich, eigentlich. Ich glaube, wir müssen an der Stelle noch mal ganz kurz erklären. Tut mir leid, dass ich abschweife, aber das ist so, es gibt ja immer mal wieder neue ZuhörerInnen, ne? Also Leute, wir hatten mal eine Kommilitonin, die hat, egal in welchem Fach es war, ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Oft ist, gerade in der Klinik würde ich schon sagen, der Unterricht eher so ein bisschen interaktiver, ne? So die Dozierenden fragen einfach mal was so rein, um so ein bisschen zu checken, ob wir überhaupt einen Plan haben oder nicht. So, aber auch auf entspannt, ne? Jetzt kein Abfragen, so wie es bei uns in der Vorklinik war, sondern eher so, yo, ne, was könntet ihr euch vorstellen, was das halt ist? Und es war egal, ob wir in der Frauenheilkunde waren, ob wir in der Derma waren, ob wir in der Anästhesie, in der Chirurgie, in der Urologie waren, es war egal. Am Ende hat sie es irgendwie, ich weiß nicht wie, immer wieder geschafft auf das tumoröse Geschehen, aber Wortlaut, Zitat, tumoröses Geschehen, ja, Es könnte sich zurückzubringen. auch um ein tumoröses Geschehen handeln. Genau, und das war einfach so witzig irgendwann, weil es halt einfach, keine Ahnung, hätte echt Bingo mitspielen können, ne? Wirklich, wirklich. Aber das war gerade eine gute Line, ey. Verfehlt. Ja gut, also jetzt wisst ihr, wir lachen natürlich nicht über entartete tumoröse Na, Geschehen, um sondern, Gottes Willen, nein. wollte ich nur noch mal kurz klarstellen, sondern das ist so ein Insider, ne? So. Könnt ihr das nächste Mal bei euren Kommilitonen, ne? Wenn jemand sagt irgendwie, boah, ich habe so einen Pickel, ne? Der geht einfach nicht mehr weg. Also, ja, das könnte sich auch um tumoröses Geschehen handeln. Könnt ihr Nee, mal Pickel ein. muss man wegsplashen. Das wäre jetzt ein schlechtes Beispiel. Da wird einfach die Ah, Finger ausgepackt und da würden dir jetzt losgedrückt. viele Gerade im Gesicht. DermatologInnen, da würden dir jetzt viele DermatologInnen Weiß. widersprechen, dass man das nicht tun soll, vor allem nicht mit Ich weiß. dreckigen Fingern. Ich weiß. Ja, Ich wollte ich weiß. nochmal Deswegen habe gesagt ich es haben. ja gesagt. Ich weiß. Aber Man deswegen soll es mache nicht ich tun. das, wir machen es trotzdem auch. Na Ich gut, auch. als. Es macht doch Ja. Spaß. Okay. Nein, das ist widerlich. Nein, das macht richtig Oh, du bist Spaß. so widerlich. Ich erinnere mich an diese eine Geschichte, wo du mir erzählt hast, dass du so richtig gegen den Spiegel weggesplasht Oh, das war übel. bist. Das weiß ich nicht, ob ich das erzählen kann, Nein, ey. kannst du nicht. Oder Das das kann ich Ding, nie erzählen. diese Aber es war Eiterbeule schon. an deinem Bein. Und du bist so Oh, rumgerannt. oh, boah, das war so satisfying. Aber das kann ich wirklich nicht erzählen. Ich glaube, Oh Mann. dann haben wir nur noch 50% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, das Ich war glaube, also dann, wirklich das zu. geht nicht. Komm, Das kann ich nicht machen. Medifact. Sorry, wir sind Pass abgeschwiffen. auf, hast du dich Medifact. schon mal verschluckt, Justin? Ja, ich habe mich schon mal verschluckt. Verschluckt, aber so, dass es richtig stecken geblieben ist? Ach so, meinst du? So? Jo, nee, nee. Nee, Okay, das habe ich noch mir ist nicht. es ja mal passiert. Habe ich dir die Geschichte eigentlich mal erzählt? Das weiß ich gerade nicht. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Da war ich relativ jung. Ich kann ja nicht sagen, wie alt, aber boah, ich würde mal schätzen, so 12, 13 oder so. Und Achso, ich dann dachte, so hab alt ich wie eine ich. Wurst gegessen und die habe ich aber irgendwie, weiß nicht, keinen Bock gehabt zu kauen. Und dann habe ich die halt so halb runtergeschluckt, dann ist mir die halt dann in der Luftröhre stecken geblieben. So ein So und Stadional. ja, so ein schöner Stadionaal, der dann hinten drin war. Und ich habe richtig nach Luft gerungen, so, das ist nicht mehr Ah, rausgekommen. Mein krass, okay. Vater hat mir so auf den Rücken geschlagen und dann ist das Ding halt wieder rausgeflutscht. So, ne? War ich echt wirklich, das hat wirklich, meine Eltern haben auch Panik bekommen, ich habe auch Panik bekommen in dem Moment, weil das Ding da halt nicht raus wollte. Und das war nicht so cool. Nee, klar. Dafür gibt es ja aber auch in der Notfallmedizin so einen bestimmten Handgriff, Ja, bestimmtes Manöver. ja, ja. Weißt du noch, wie War man das das nicht das nennt? Heimlich-Manöver? Absolut ganz genau. Boah, Junge, wie Benannt das hilft. nach Henry Heimlich, Ja? der natürlich US-Amerikaner ist, kann man sich ja vom Namen ableiten. Ist tatsächlich US-Amerikaner. Ja. Jetzt schon mal die Schätzfrage an dich, weil wir wollen es ja interaktiv auch ein bisschen gestalten, wie immer. Was glaubst du, wann wurde es das erste Mal von dem Herrn Heimlich beschrieben, dieses Manöver? Ich sag, So das war ganz sehr. grob. Ich sag, das Also war man sehr. kann da keine Ahnung haben von, da kann Ich man ja sag, nichts falsch sagen. das war sehr früh. Okay. Ich sag, das war im Jahre 1840. Das wäre noch weit vor seiner Geburt gewesen. Okay, schade. Deswegen nicht so richtig, das 1974. Ja, okay. Oh, was? Das ist ja echt noch nicht lange Ist noch her. nicht so lange her. Und der Gute ist 1920 geboren worden. Das ergibt ja gar keinen Sinn, 1840, ne? Wenn wir erst danach noch Zeit von Wilden Westen und so einen Scheiß hatten, ne? Ist ja mal Gigalost jetzt gewesen. Warum? Weswegen? Naja, guck mal, ich habe gerade da nicht letztens so eine Doku über den Wilden Westen gesehen und das war ja Ja. irgendwie 1890 oder was. 1890 bis so. Und. Oder 1880, keine Ahnung, so in diesem Bereich halt so. Und ich glaube nicht, dass die Leute da von definierten Heimlichmanövern gesprochen haben. Also weißt du, würde mich Ja. wundern, wenn man da so schon so klare Namen für solche Griffe hätte. Aber Okay, jetzt aber sag 1840.
Ah, ich weiß es doch auch Ja, nicht. weiß ich nicht, aber also, ja, gut, ich sehe es schon, aber es könnte ja auch im Nachhinein halt erst, wenn, wie oft, also was spricht man alles von Hippokrates und keine Ahnung was, also Ja, gut, hast vielleicht du hätte auch schon wieder man recht, ne? also, spricht doch vom hippokratischen Eid und denkt, was weiß ich, Den wir Hippokrates war nie dann wahrscheinlich. leisten, immer noch, Leute, ne? Ich habe die Approbation, aber ich leiste diesen scheiß Eid in dem Sinne nicht. Ich habe den noch abgelegt, in Ungarn. Da war das nur alles nur Nein. traditionell, sage ich dir. Da war das erste, das war so, da waren alle Studierende, die aus Ungarn, also englischsprachig und der deutschsprachige Studiengang, das war so eine richtig traditionell, das war eigentlich richtig, also eigentlich ein cooles Event, wurden wir alle begrüßt quasi von der medizinischen Fakultät, von dem Dekan und so. Da mussten wir alle aufstehen und dann wurde das einmal auf Deutsch gesprochen, auf Ungarisch und auf Englisch. Das war sehr, eine sehr feierliche Zeremonie, sage ich auf jeden Fall. Also ich Ja, habe den okay, nur krass. abgelegt. Aber 1974, das ist ja wirklich noch nicht lange her. Ja, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das für ein Manöver ist, das kennt man so aus dem Fernsehen. So, das ist dieser typische Griff von hinten in Genau. den Bauch quasi, dass man so Druck im Bauch quasi erzeugt, dass man dann, Also ja, von. stellt euch vor, ihr liegt Löffelchen und packt dann so eure Arme um euren Partner oder eure Partnerin und dann steht ihr auf und dann macht ihr das. Ja, ich glaube, den kennt jeder. Den Also kennst du aus einfach dem von Film. hinten mal drücken. Ja, tut auf jeden Fall gut. Nicht bei Kindern machen, bitte, aber okay. Ich glaube vor allem bei Säuglingen nicht. Also das egal. Ist auch an sich gar nicht so Ja, relevant. crazy. Das Ja. wäre ja crazy, wenn Bei du Kindern so. euren Säugling Nein, verlierst. aber gut könnte doch sein, dass du das halt dann irgendwie so, weißt du, so mit den Händen und dann Ja, irgendwie so Druck aufbaust, aber das soll man, glaube ich, auch nicht machen. man macht doch einfach Sondern dann so mit der flachen Hand einmal ordentlich getackt drauf, oder? hinten drauf, Ja, also auf genau. die Also, zwischen die ach, ja. Schulterblättern halt klopfen Ja, und so machen. genau, Genau. ja. Aber Legt man dir diese. nicht so den Säugling nicht so quasi Ja, mit seiner genau. Bauchfläche so auf die Hand und dann mit der Ja. anderen so hinten, Ja, ja? genau, so ein bisschen drauf, aber man soll halt diese Kompression auf dem Bauch nicht machen. Ja, fühle So, ich. gut. Check ich. Das ist jetzt nicht der Fun-Fact, um den es gehen soll. Das ist eigentlich Ja. ein relativ kurzer Fun-Fact, aber das Witzige daran ist, der Typ, der Herr Heimlich, hat es in seinem ganzen Medizinerleben nicht einmal diesen Handgriff angewendet, obwohl er nach ihm benannt wurde. Okay. Erst als er in Rente war, als 80-Jähriger, ist er dann beim Essen um Hilfe gerufen worden und da durfte er dann endlich das erste Mal seinen nach ihm benannten Handgriff verwenden. Und dann später nochmal, als er 96 war im Seniorenheim. Da hat sich nämlich eine Mitbewohnerin, eine 86-jährige Dame, an einem Hamburger verschluckt. Und das waren die einzigen Male, die er seinen an sich nach ihm benannten Handgriff quasi anwenden konnte. Wo ich mich aber frage, wie ist denn er dann darauf gekommen? Weißt du, eigentlich hätte ich doch so gedacht, machst du sowas irgendwie, keine Ahnung, bist da irgendwie in so einem Notfall, dann kommst du da irgendwie drauf und im Nachhinein benennst du das halt vielleicht irgendwie danach. So, Ja, weil es hat richtig. halt geklappt, aber wie ist er dann? Ja. Hat er sich das theoretisch überlegt? Hat sich das, da wurde das nach ihm benannt, aber es wird halt gar nicht angewendet. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass ihn jemand anwendet. Ich Außer im gebe Film. dir jetzt einen Call. Hättest du gesagt, was glaubst du, wie dieser Griff zustande gekommen ist, also die Namensgebung, dann hätte ich gesagt, weil das jemand heimlich mal versucht hat. Weißt du, so ein bisschen so nach Nüsslein voll hat, so weißt du, einen auf den, jemand will so seinen Freund pranken, will ihm so einen Wrestling-Move tackeln, so ziehen und will ihn so rumdings und dabei ist ihm was rausgeflogen. Dann hat man sich überlegt, so, yo, Bro, mega smart, was ist, wenn sich Leute verschlucken, dann könnte man das ja mal probieren. Das wäre eine gute Sache, und dass diese Geschichte war oder nicht, ne? Das wäre gut, das wäre wirklich Das gut wäre gewesen. stark gewesen, das Das, wäre aber wir haben irgendwie, gesagt, bei einem Medi-Fact ja, richtig, kombinieren wir das genau. nicht. Ja, Aber richtig, finde ich einen sehr guten Ansatz. Hätte man auch so rum machen können, weil war aber heimlich, auch, der Name ja. lädt dazu eigentlich ein. War aber wichtig, dass du nochmal erwähnt hast, dass es der Hamburger war, an dem sich die Dame verschluckt hatte. Das ist sehr wichtig. Das war auch in dem Artikel, glaube ich, sehr wichtig, Ja, klar, nee, dass klar. nicht was. Vielleicht war es auch ein Hamburger. Das könnte natürlich auch sein, dass er sich Vielleicht an war einem es auch jemand Hamburger aus verschluckt Hamburg. hat. Also kann Oder natürlich auch eine sein. Hamburgerin, ne? Wer weiß das Das, schon? man weiß, nee, in dem Artikel stand schon Hamburger. Ach so, ja, okay, nee, dann wird das richtig sein. Dann wird das ein Mann gewesen sein. Was ist da eigentlich los? Das ist ja Weiß ich auch nicht. kompletter Müll. Eine andere Frage. Bitte? Wie kannst du etwas beschreiben, was du selbst nie gemacht hast? Hat das Ja, dann jemand deswegen. ander, also hat das dann jemand anderes gemacht und sagst, yo, ich Ich riff weiß dir es das nicht. jetzt? Oder okay, Ich weiß ist es nicht nicht. klar, ist nicht klar. Okay. Also er hat sich das, glaube ich, selber überlegt. So, okay, Ah, Bauch, man okay. müsste ein bisschen eine Kompression, das erzeugt einen Überdruck und das über so. Und dann müsste das ja dann oben wieder rauskommen. Oder das dann zumindest, dass es leichter wieder rauskommt. Aber Ja, okay, verstehe. also ergibt ja auch von der Theorie Sinn, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, dass man da eher das vielleicht mal angewendet hat, so genauso wie du sagst, so zufällig irgendwie. Oder er ist in einem, weiß ich nicht, es war ein Notfall in einem Restaurant, jemand hat sich verschluckt und er hatte diesen Geistesblitz, diese Intuition da jetzt auf dem Bauch da irgendwie und hat sich gesagt, boah, pass auf, das ist doch crazy gut. Ich benenne das jetzt nach mir. Ja, richtig. Gut.
Danke, Lukas, für den Medi-Fact. Ja, war ein sehr kurzer, kleiner Medi-Fact, aber ich fand den, ich habe den gehört und fand den irgendwie ganz Naja, und wir haben ja amüsant. am Ende doch noch ein bisschen drumherum geredet. Absolut. Wollen wir dann So. reinstarten in die Frage? Hast Ja, du eine ich habe Frage für hier mich? die Fragen quasi offen. Im Grunde. Und was, ich habe eine noch im Kopf, die habe ich jetzt aber gar nicht, die finde ich jetzt hier gar nicht. Aber Justin, wie ernährst du dich jetzt während deiner Marathonvorbereitung? Um ganz ehrlich zu sein, fresse ich einfach viel Nudeln. Ich habe da keine genaue Ernährung, muss ich sagen. Das wäre vielleicht eine Sache, an der ich sagen könnte, gut, da hätte ich vielleicht mehr schrauben können. Aber ich habe ein bisschen was gelesen gehabt. Also was ich mache ist, ich snacke halt meine Folsäure, mein Vitamin D, weil ich ja jetzt auch mehr oder weniger logischerweise Mangel hatte. Hätte ich aber Vitamin D habe ich vorher schon genommen. Und ansonsten habe ich von sehr vielen gesehen, dass es halt eigentlich heißt, yo, weißt du was, kannst du eigentlich normal essen? Wichtig ist halt, dass du ja optimalerweise halt Kohlenhydrate isst, so, ne? Ja. Das ist halt so, dass du halt eine Kohlenhydratquelle hast, Proteine vielleicht ein bisschen, ne? Aber sonst Hast du dich damit bewusst viel auseinandergesetzt? Hast du nachgelesen, YouTube-Videos oder so oder TikToks? hab ich erst alles gemacht, so ein bisschen. TikTok habe ich nicht. Da wehre ich Ich mich weiß. gegen, auch wenn diese Suchfunktion sehr verlockend ist, weil das ist wirklich nicht schlecht, dass man da Dinge suchen kann. Habe ich mittlerweile gesehen. Nee, tatsächlich habe ich das erst gemacht und bin dann sehr schnell in so eine Spirale gekommen, bei der ich dachte, weißt du was, nee, du stoppst das jetzt. Du läufst einfach. Fang einfach an zu laufen, lauf und mach keinen Scheiß. Und der ganze Rest wird schon kommen. Leider kam er nicht. Ich bin am Struggeln, aber genau, das ist das, was ich dazu sagen kann. Also bitte kein Beispiel an mir nehmen. Ja, aber ich glaube so ganz, ich glaube, du isst intuitiv, ja, du isst intuitiv eigentlich zu wenig, Genau, wahrscheinlich. also genau, So. wenn man sagen muss, wenn man eins kritisieren könnte, würde ich sagen, ich esse zu wenig Kalorien. Das könnte schon Ja. sein. Aber bei so einem langen Lauf verbrauche ich schon recht viel, ja, das stimmt Ja, schon. ja, ja. Wo wir gerade kurz bei TikTok waren, ich habe heute einen TikTok gesehen, da ging es um die Europameisterschaft. Ich bin da tatsächlich sehr hyped, muss ich gerade sagen. Ich bin aktuell sehr hyped auf die EM. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber ich habe jemand, hat jemand eine, gesagt, wie OP eigentlich Frankreich ist. Der hat nämlich fünf Aufstellungen gemacht, mit halt unterschiedlichen Spielern natürlich, die Frankreich quasi an den Start bringen könnte. Also er hat seine Top-Aufstellung gemacht, dann seine zweite Mannschaft, die dritte und selbst die fünfte Mannschaft war immer noch richtig gut so. Also dass sie alle auf hohem professionellen Niveau spielen. Und die U21 von Frankreich hat irgendwie einen höheren Marktwert als die A-Nationalmannschaften von Polen, Kroatien und keine Ahnung. Also egal, anderes Thema, aber finde ich Crazy. absolut. Frankreich ist krass. Crazy. Pogba ist So. gesperrt. Hast du mitbekommen, dass Pogba gesperrt ist? Ja, habe ich gesehen. Die Karriere ist durch, ne? Der gestofft, ne? Ja, der hat gestofft und die Karriere ist damit. Also Es der ist ist. 4 Jahre weg, also der Ja, ist das weg war's. vom Aber ich Fenster. finde es so geil, weil ich doch damals so meinte: Boah, der Typ, der spielt wie Mutant. Habe ich immer Ist gesagt. Ich habe immer so. gesagt, das ist ein Mutant, der Kerl. Ja. Aber, boah, ich fand den geil irgendwie. So Ich rein fand den auch. spielerisch fand ich den richtig geil. Ich fand den so von der Athletik so richtig Ja, ästhetisch. genau. Ja, der war so elegant, aber hatte Ja. einen Wumms drauf und trotzdem so Zweikampf. Ah, scheiß drauf, egal. Ja, Trotzdem ja. enttäuschend. Schade. Ja, also, aber ich sag's dir, so diese Eleganz, Florian Wirtz, Jamal Musiala, also wenn die spielen, da geht mir das Herz auf so. Da kann man sich als Deutscher, glaube ich, auf die nächsten 10 Jahre richtig freuen. Die Jungs sind Ja, der haben sie die Hammer. letzten Jahre auch bewiesen mit dem Kader, den sie hatten. Ja Aber ja. gut, Jamal Musiala und Florian Wirtz sind 19 und 20, also die Ja, haben die gut, letzten dann. Turniere noch Ja, nicht ja, klar. mitgespielt. Nein, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine, so insgesamt hat Deutschland eigentlich seit Jahren einen sehr starken Kader. Das Aber stimmt. gut. Das stimmt. Habt ihr euch Stress gemacht, wegen der oder die PJ-Terziale richtig zu wählen? Ja, So schon ein an den richtigen bisschen. Orten, das sind mehrere Nachrichten. Machen mir die ganze Zeit Gedanken, wo ich was machen möchte, aber es ist schwierig. Ja, genau. Bei mir war es eigentlich aus dem Grund am meisten stressig, weil ich das gerne heimatnah gemacht hätte. Oder wollte, und das habe ich ja jetzt auch geschafft, und deswegen war es so ein bisschen stressig. Ich habe da eher zweitrangig geguckt. Chirurgie habe ich ein bisschen mehr darauf geachtet, was die Bewertungen waren. Und ja, du? Ja, bei mir ging es ja auch so ein bisschen um den Ort, als externer Student da nach Hamburg zu kommen und hier das PJ Ja. machen zu können. Ging aber tatsächlich besser als gedacht. Also es geht ja hier auch darum, an den richtigen Ort zu kommen. Also wenn man es übers PJ-Portal macht, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier auch der Fall ist, dann geht das tatsächlich auch als externer Student ganz gut. So, da kommt man vielleicht nicht immer an die Klinik, an die man unbedingt will. Ja. Hatte ich jetzt aber eh nicht so einen hohen Anspruch drauf oder
Hab da jetzt nicht so viel nachgelesen. Also ich habe schon nachgelesen, wo welcher Bericht ganz gut ist. Aber das funktioniert eigentlich tatsächlich ganz gut. Also wo ich mir im Nachhinein vielleicht sogar eher Gedanken drum machen würde, aber das konnte ich mir nicht so richtig auswählen, ist die Reihenfolge. Also ich glaube, die Reihenfolge ist tatsächlich ein bisschen, Ja. oder ist schon, ja, schon entscheidender darüber, wie gut man vielleicht auch einen Bereich findet. Also ist jetzt für mich zumindest rückblickend so betrachtet, glaube ich, hätte ich das erste Tertial anders wahrgenommen, wenn es im dritten gewesen wäre. Ja, kann ich nachvollziehen. Das stimmt wohl. Würdest du sagen, du hast jetzt bereut, Innere als letztes zu machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, habe ich jetzt nicht bereut. Nee, nee, auf keinen Fall. Mich würde es einfach nur mal interessieren, wie es gewesen wäre, wenn ich Pädiatrie als letztes gehabt hätte. Weil man halt auch so ein bisschen souveräner quasi in der Klinik ist und so. Und ob das einen Unterschied gemacht hätte. Oder Pädiatrie vor allem, glaube ich, eher als zweites. So. Aber bereuen, auf gar keinen Fall. Nee, das nicht. Das nicht. Am Ende konnte ich es mir auch nicht so wirklich aussuchen. Ne? Ich musste ja schon ein bisschen gucken, wo ich was bekomme. Aber das ist vielleicht das Einzige, wo ich rückblickend sagen würde, könnte man sich Gedanken drüber machen. Wie findest du es, dass ab 2025 PJ-Quartale gibt und das vierte ambulant sein muss? Das ist halt das Ding, ne? Ich glaube, das Problem ist, dass das vierte vorgegeben ist. Sonst hätte ich gesagt, ist gut. Dadurch, dass es eine Vorgabe ist, finde ich schlecht. Also, was heißt schlecht? Ich habe mir ein bisschen zurückrudern, ne? Ich habe mir darüber jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Ich finde es aber persönlich nicht so geil, dass du sagst, okay, wir zwingen in Anführungsstrichen schon wieder Leute in die Ambulanz oder in den ambulanten Bereich zu gehen. Gerade wenn es zum Beispiel in Richtung Hausmeisterei, sag ich schon, Hausärzterei geht, Allgemeinmedizin. Da sind die Leute, die darauf keine Lust haben, schon einen Monat in den Formulaturen, sage ich mal, mit verpflichtet worden. Finde ich dann irgendwie schwachsinnig, das nochmal zu machen, wenn ich ganz ehrlich. Dann nimm die Formulatur dafür raus Ja, ich und weiß sag. gar nicht, ist das jetzt, muss man ambulant machen oder muss man auch Allgemeinmedizin machen? Ich hatte immer so im Kopf, dass man Allgemeinmedizin machen musste. Genau, Das würde ich, genauso also habe ich hier das auch wurde jetzt nur verstanden. das vierte muss ambulant sein. Wenn das dann von mir aus auch ein anderer Fachbereich sein muss, okay, also finde ich gar nicht so, das finde ich Ja, sogar ganz okay. okay. Ja, Also ich okay. fände es eigentlich okay, wenn man sogar zwei Wahlfächer dann eher hätte. Ja, genau. Weißt Genau, du, das meinen wir das damit. finde ich ganz gut. Dann hat man nochmal hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so dass man MPJ eigentlich sogar nochmal gerne noch einen weiteren Bereich gesehen hätte. So. So Ja, geht es mir richtig. zumindest auch. Deswegen finde ich eigentlich ein viertes Quartal zusätzlich gar nicht so schlecht mit einer zusätzlichen Fachrichtung. Wenn es jetzt beim Hausarzt sein müsste, fände ich es nicht so geil. Aus dem gleichen Grund wie du. Man hat Blockpraktikum verpflichtend 2 Wochen und man hat eine Formulatur für 4 Wochen verpflichtend. Ich finde, das reicht. Kann man ja immer noch, wenn man Bock drauf hat, kann man es ja immer noch machen. Dann im PJ. Deswegen fände ich es cool, dann die Wahl zu lassen. Ich lese hier gerade, genau, also ich finde, das Wichtigste ist einfach, haben die Leute die Wahl oder nicht? So. Aber hier steht gerade, das ist praktisch arzt.de, muss ich an der Stelle dazu sagen. Aufteilung des PJ in Quartale statt Tertiale, das zusätzliche Pflichtquartal soll in einem ambulanten vertragsärztlichen Bereich bei freier Auswahl des Fachbereichs abgeleistet werden. Das finde ich nicht schlecht. Oder das ist besser als gar nichts. Angehende Ärzte sollen zukünftig auch im Fach Allgemeinmedizin geprüft werden. Weiterhin verpflichtend bleiben Innere und Chirurgie das vierte Wahlquartal in einem klinisch-praktischen Fachgebiet. Kann man frei wählen. Nee, jetzt nicht verstanden. Also erst habe ich es verstanden, dann habe ich es nicht mehr verstanden. Deutsches Ärzteblatt. So. Erzähl mal weiter ein bisschen. Ich lese hier mal gerade eben mal nebenbei. Ja, soll ich schon die nächste, warte, ich kann schon mal eine Frage beantworten, die geht eh primär, also die geht eh an mich. Ja, dann mach das doch mal. Es geht nämlich darum, ob ich ein Hörgerät trage und ob mich das in irgendeiner Form einschränkt. Ich trage tatsächlich auf einer Seite ein Hörgerät, auf der linken Seite. Das ist richtig beobachtet. Und man muss sagen, ich bin jetzt nicht sehr stark eingeschränkt, auch im Alltag nicht wirklich eingeschränkt. Deswegen, nee, eigentlich bin ich da gar nicht eingeschränkt, außer bei der Auskultation. Wenn ich das Hörgerät, also ich muss dann das Hörgerät rausnehmen, dann Stethoskop in die Ohren und dann kann ich ein paar Leute abhören. Das geht dann auch ganz okay. Ich glaube, ich muss mich dann mehr konzentrieren als andere, um was zu hören, aber vielleicht bin ich dann auch einfach nur, also vielleicht bin ich auch einfach nur Kacke im Auskultieren. Aber ist so ein bisschen so mein Gefühl. Aber nee, an sich. Da gibt es auch mittlerweile, glaube ich, Stethoskop, aber ich habe so eins nicht. Ich glaube, also ich brauche auch so eins nicht. Das, was man irgendwie mit dem Hörgerät dann irgendwie connecten kann oder auch übers Hörgerät packen kann. Weil ich aber einfach, ich kann das Stethoskop nicht in das Ohr stecken, wo mein Hörgerät halt drin ist. Aber ansonsten bin ich da überhaupt nicht eingeschränkt. Und zweiter Teil der Frage, ob wir Kommilitonen oder Kommilitoninnen haben, die mit Einschränkungen studieren.
Ja, die gibt es ja immer wieder, ne? Ich meine, schau Ja. mich an, schau dich. Nein, also, nein, ja, durchaus gibt es immer wieder, ne? Ja. Also, was soll man sagen dazu? Klar. Gibt es jetzt auch, also habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es da jetzt dann krass Probleme gab. Also kommt halt auf die Einschränkung an. Natürlich gibt es dann Dinge, die berücksichtigt werden, die aber auch also die auch von den Kliniken berücksichtigt werden. Ja. Aber ja, gibt es auf jeden Fall, aber viel mehr Ja. gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ich habe jetzt was gelesen, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist 4 Quartale, 2 davon kannst du wählen, 1 davon muss im ambulanten vertragsärztlichen Bereich sein und im Staatsexamen wird dann aber trotzdem Allgemeinmedizin obligatorisch geprüft. Okay. Also so steht das da jetzt im Ärzteblatt. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, ist, du hast ein Quartal, das kannst du frei wählen zusätzlich, muss aber ambulant sein, kann aber dann wahrscheinlich auch ein ambulanter, ich sag mal, vielleicht Radiologe sein oder so. Ja. Aber Allgemeinmedizin wird dann wohl trotzdem wohl noch geprüft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und stand ja irgendwie, Ziel wäre es wohl von Anfang an, die Fakultäten dazu zu verpflichten, Lehrpraxen mehr mit in den Plan zu integrieren oder in den Lehrplan zu integrieren oder so. Ich verstehe es nicht. Ja. Also ich Aber fand ja. eh, muss ich sagen, Allgemeinmedizin hat sich irgendwie recht kompliziert angehört, das als Wahlfach mit ins PJ zu packen. Weil du dann ja Das, auch nicht so ja. hundertprozentig an die Praxis kommst, in die du gerne möchtest. Also es kann Genau. ja auch sein, dass du mit dich, ich weiß nicht, eine Formulatur in der Praxis gemacht hast, das extrem cool fandst und du möchtest gerne an dieser Praxis auch dein PJ machen. Dann kannst du das zwar, glaube ich, vermerken beim Studiendekanat, aber es ist jetzt nicht hundertprozentig, dass du dann an diese Praxis kommst. Ja, So. ich stell mir Also es mal, klang für mich immer sehr kompliziert. würdest du, wenn du, welche ambulante Praxis würdest du wählen, welchen Fachbereich, wenn du das wählen könntest? Würdest du Allgemeinmedizin machen? Boah, ich weiß es nicht, ey. Also Ich ich finde nicht. es Allgemeinmedizin ja gar nicht so schlecht. Hm. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, müsste ich mir jetzt, glaube ich, genauer Gedanken zu machen. Also ich würde auf keinen Fall machen sowas wie Orthopädie, weil ich glaube, das ist echt, also in der Praxis. Also es kommt ja halt auch voll drauf an, ne? Es gibt ja auch Praxen, die, und da bin ich jetzt wieder halt bei dem Punkt, kann man sich die Praxis ein bisschen aussuchen, weil es gibt ja auch orthopädische Praxen beispielsweise mit OP, wo viele ambulante OPs stattfinden, was ich dann schon vielleicht wieder interessanter finde als eine, ich sag mal, die standardorthopädische Praxis, wo keine OPs laufen. Ja. Aber Weil ansonsten. theoretisch müsstest du ja dann auch zu einem Gyn, zu einem Uro und sowas gehen können. Das heißt, das ist ja eigentlich ein guter Call dann. Also das wäre dann ja auch alles möglich. Ja. Ne? Ja. Also Aber eigentlich ich recht kann es jetzt gar nicht spannend. sagen. Hättest du dann, also ich weiß nicht, ich kann es mir wie auch schwer vorstellen, jetzt bei einem ambulanten Urologen oder auch Gynäkologen, ist, ich weiß nicht, wie das vom Patientenklientel halt ist. Ob Ich die halt sagen, glaube, okay, also eigentlich, das ist ja vielleicht ein sensibler Bereich und man möchte zu einer ja, Person gehen, gut, der man vertraut. ja, schon, ne? Also ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich mir nicht sicher wäre, was ich da tun kann. Also auch in der allgemeinmedizinischen Praxis, du wirst ja nie wirklich Patienten selbst kriegen, außer es ist eine Praxis, wo du mal Glück hast, dass du irgendwie einen Raum frei hast und die quasi vorher einmal machen kannst und dann werden sie nochmal richtig gesehen oder so. Ich glaube, ich würde zu einem ambulanten Radiologen gehen. Ich glaube, da nimmst du am meisten raus mit, um ehrlich zu sein. Tatsächlich finde ich gar nicht schlecht den Call. Ja, finde ich Du gar nicht lernst ein schlecht. bisschen Bilder interpretieren, ist entspannt, du überarbeitest dich nicht, lernst ein bisschen was Tutti-Frutti, kannst dann wirklich ein paar Berichte, also ich glaube, dann da, also die meisten PJlerinnen, die ich in der Radio gesehen habe, durften dann wirklich mal so Befunde schreiben, die natürlich überprüft wurden. Why not so? Ich glaube, ich würde das machen. Also jetzt so mein erster Instinkt, mein erster Instinkt. Also ich würde tatsächlich auch über Allgemeinmedizin nachdenken. Ja. Weil, also je, dann halt auch nach Praxis, ne? Also ich habe das von, ich kenne eine, ich habe eine Pförtlerin kennengelernt, die hat Wahlfach Allgemeinmedizin gemacht, möchte auch Allgemeinmedizin machen. Und sie hatte es halt so, dass sie wie ein eigenes Zimmer hatte und Patienten voruntersucht hat. Dann ist So, das und cool, ne? das ist halt ganz cool, so, ne? Dann tippst du schon mal ein bisschen was ein und so. Und dann war es dann, glaube ich, auch teilweise so, dass das dann nur noch abgesprochen wurde, so, und gar nicht mehr, also dass der Arzt selbst gar nicht mehr unbedingt hingegangen ist, je nachdem, was es halt war. Und dass dann halt auch die Dinge so gemacht wurden, wie sie es dann halt auch gesagt hat. So, und Ja. deswegen, ich glaube, auch in einer anderen, also in einer coolen allgemeinmedizinischen Praxis kann es auch geil sein. Da, mit Sicherheit, das könnte gut sein. Kommt halt voll auf die Praxis an. Voll. Absolutely. Wie so immer im Leben. So, was haben wir denn hier? Oh, hier sind private Fragen, Justin. Möchtest du so private Fragen haben? Weiß ich jetzt gar nicht.
Je nachdem, was du für eine private Ah, Freundin es hast. ist langweilig. So ist nicht so spannend. Was wir an Mädels gut finden, Oh Humor. nee, sowas finde ich gar nicht geil. Ja, ist Also langweilig. Humor. den Humor finde ich, also finde ich einen Spaß. Nein, aber solche Sachen finde ich sind nicht so relevant. Wann verrät Justin, wohin es geht? Gut, das ist jetzt mit Sicherheit wahrscheinlich schon, wenn die Folge rauskommt. Ja. Bist du zufrieden mit der Wahl deiner PJ-Tertiale, Justin? Ja. Ich Insgesamt auch. schon. Ich glaube, das Einzige, was ich geändert hätte, wenn es, also wenn ich es hätte ändern können, konnte ich nicht zeitlich. Ich hätte Innere dann wahrscheinlich im Nachhinein nach hinten gelegt. Okay. Aus welchem Grund? Weil ich in der Chirurgie viel Spaß hatte. Das wusste ich ja vorher nicht, ne? Dass Ah, ich da okay, viel ja. Spaß habe und in der Inneren halt dann dachte irgendwann schon so, ja, jetzt dann doch nochmal auf die andere internistische Station gehe oder nicht, ist wahrscheinlich dann auch Juckes, ne? Ne? Auf jeden Fall. Was sind die besten Tipps für die Klinik? Also ich gehe jetzt mal vom klinischen Studienabschnitt aus. Jetzt zum Lernen oder jetzt in der Klinik? Das war, kann ich dir nicht sagen. Das war die Frage. Die besten Tipps in der Klinik, meiner Meinung nach, wenn ich es so rückblickend betrachte, nutzen, dass es besser ist als die Vorklinik, ihn aber nicht so sehr baumeln lassen, dass man den Anschluss verliert. Trotzdem einfach, also nutzen, dass man halt mehr Zeit hat, aber halt, ja, so, ne, keine Ahnung, bei mir hat sich das irgendwann so angependelt. Um 7 aufgestanden oder was, um 7:30 angefangen oder manchmal auch um 7 angefangen. Und dann immer im Semester jeden Tag so 3, 4 Stündchen. Das geht schneller vorbei, als man denkt. Was ist das schon, ne? So, das machen und dann sind die Klausuren und so alle besser machbar, als man denkt. So, aber wenn du halt immer erst dann in der Klinik super spät anfängst, dann ist natürlich stressig, ne? Ja. Ich glaube, das wäre der beste Tipp, den ich geben kann. Also hier sind viele Fragen dabei, wo ich sage, kleine Hausaufgabe, hört viele alte Folgen von uns durch, dann werdet ihr die beantwortet bekommen. Wie beispielsweise, habt ihr schon mal eine Klausur nicht bestanden und so, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das heißt sogar ich bin durchgefallen, die eine Folge. Ja, war ein bisschen clickbaitig, glaube ich, Ja, oder ne? jetzt ist es passiert oder Ja, irgendwie irgendwie sowas. sowas, ja. Oder durch letzte Klausur im Studium, irgendwie sowas. Da erzählt Lukas über diese traumatische Erfahrung. Ja. Wie viele gehen nach dem Studium tatsächlich in die Forschung? Ich glaube Kriegt man nicht so fast gar viele. nicht mit, ne? Nee, kann man kaum mit, nein. Mich würde eher interessieren, wie viele gehen aktuell in die Klinik oder wie viele wollen aktuell wirklich in der Klinik bleiben? Meinst du jetzt direkt nach dem Studium oder also Nee, so oder meinst du generell jetzt auf dann nach dem? Langzeit, also so der Okay. Plan. Ich rede jetzt so Ja. vom individuellen Plan. Wer davon geht entweder gar nicht in die Klinik oder sagt, ich will eigentlich nicht in der Klinik bleiben, das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, der Ja. Prozentsatz ist relativ groß mittlerweile. Ja, gut, jetzt, ich sag mal, gut, da können wir drüber sprechen, wenn wir dann über deine Fachrichtung sprechen, wie denn dein Plan so ist, Ja, langfristig. Oder wollen wir das jetzt besprechen? nee, Aber das würde ich dann dann machen. ist ja ganz witzig, weil dann werden wir schon drüber gesprochen haben, wenn man diese Folge hört, obwohl wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ja, das nennt man Zeitdilatation. Ein Spaß. Kompletter Aber Bullshit, was ich erzähle. ich vergesse sowas, ich vergesse sowas, deswegen muss ich dran denken, dann wenn Ja, wir morgen wahrscheinlich die dann Folge rausnehmen. schreib dir doch jetzt eine Notiz. Ja, pass auf, ich schreibe mir jetzt am besten eine Notiz. Lukas schreibt sich jetzt eine Notiz, damit wir das dann in der Folge ansprechen können, die ihr jetzt schon gehört habt zu diesem Zeitpunkt. Ist Genau, wollte das ich wissen. scheiße? Ist Ja. das kacke, Mann? Oh Mann, ist das unangenehm. Ja, egal, scheiß drauf. Und ja, das ist es eigentlich so. Generell, was die Klinik angeht, vieles sich am Ändern, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Bietet euch Leute. zusammen eine Gemeinschaftspraxis, aber haben wir schon, das hatten wir schon beim Das letzten Mal, ne? hatten wir letztes Mal schon, ja. Beziehungsweise für euch beim vorletzten Mal. Weiß ich ja nicht, in welcher Folge die Nee, ja, ich reinkommen. weiß, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, Mann. Ihr werdet es schon gehört haben. Ich glaube, das wird der letzte Teil sein, den wir Okay. voraufgenommen haben. Ja, würdet ihr nochmal studieren, Modell oder Regel? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Ja, klinische Forschung kommt immer mal wieder, ne? Also, wie läuft es eigentlich mit der Doktorarbeit, Justin? Ein Spaß. Also, Wirklich? ich kenne tatsächlich nur eine Person, die noch nebenbei forscht, aber nicht nur in der Forschung arbeitet, sondern noch neben der Klinik halt forscht. Und ich glaube, das ist echt, also viele sagen ja, boah, cool, ich könnte mir das so vorstellen. Ich glaube, das ist schon brutalst anstrengend. Ja, das Da ist gibt es ja super anstrengend. den klinischen Scientist, haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, könnt ihr ja sehr gerne reinhören, mit Ronny.
Es war eine gute Folge Es eigentlich. war wirklich eine gute Folge. Also, wenn euch das interessiert, so Forschung und so, guckt euch mal Clinician Scientist oder hört euch die Folge an. Die war nicht schlecht so. Das ist so, wie kann man das kombinieren, quasi Klinik und Forschung? Die Und ist wenn ein ihr bisschen da. untergegangen, die Folge, aber eigentlich ist sie ganz cool. Ja, ich glaube, Also weil die auch nicht das so, Modell nicht so. ist ganz geil. Ja, weil die nicht so Clickbait-mäßig reinhaut. Ja, So. verstehe. Aber an sich vom Thema her finde ich auch nicht so schlecht. Hattet ihr viele soziale Beziehungen außerhalb der Medi-Bubble in Magdeburg? Oh, eine gute Frage, finde ich. Haben wir darüber nicht auch schon gesprochen, aber ist eigentlich auch egal. Bestimmt. Antwort ist nein. Ich halt nur über meinen Nebenjob bei FedEx, ne? Ja. Das war eigentlich mein einziger Kontakt. Aber wir haben nie viel zusammen unternommen. Da würde ich gerne mal ein anderes Thema ansprechen, weil das aktuell so ein Ding ist, was ich halt auch mitbekomme, und so ein bisschen zurückgeworfen werde in die Zeit. Wie ist der Call bei dir, als du in der Vorklinik warst mit deinen Freunden, die du schon hattest? Weißt du, wir sind umgezogen, ne, weg und so. Wie war so dein Umgang mit deinen Freunden? Hat sich der Kontakt eingestellt und hattest du irgendwie das Problem, dass du zwischenzeitlich das Gefühl hattest, dich schlecht zu fühlen, dafür deine Freunde möglicherweise zu vernachlässigen? Du meinst jetzt aus der Heimat? Ja. Also bei dir war, ich weiß ja, dass bei dir die Freunde aus der Heimat sind und bei mir aus. Ein schlechtes Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ein schlechtes Gewissen. Hat man dir ein schlechtes Gewissen machen wollen oder gemacht? Also. Nee, überhaupt nicht. Null. Ich sag mal, ist ja jetzt, also, nee, das sag ich jetzt nicht. Mann, nee, also ich hatte, das Ding war, ich hatte ja vor allem, ich hatte hinterher nicht mehr so den riesen Freundeskreis bei mir in der Heimat. Ja. Ich hatte viele Kumpels und ich weiß, der Kontakt zu vielen Leuten wär aufrecht geblieben, hätte ich noch in der Nähe gewohnt. Ja. So, und dann hätte ich in NRW studiert. Da hatte ich viele Freunde, die so, mit denen geht man gerne weg, mit denen trifft, macht man gerne was, aber es ist jetzt nicht so die überenge Freundschaft. Und wenn man sich, war halt klar, dass sich das halt irgendwie auseinanderlebt, sobald man in unterschiedlichen Städten wohnt und studiert. Und teilweise Also. waren ja auch schon welche, ich habe ja erst in Anführungszeichen mit 22 angefangen und deswegen waren halt manche schon im Studium und da hat sich das eh schon so ein bisschen auseinandergelebt. Waren dann viele nicht so weit weg, das war dann so Raum Münster bei vielen. Das ist dann jetzt nur so 1,5, 2 Stunden von Essen entfernt, deswegen war der Kontakt immer noch so oberflächlich ein bisschen da. Aber jetzt so zu meinen, vor allem meinen beiden besten Freunden, ist der Kontakt natürlich so ein bisschen zurückgegangen. Da muss man aber halt sagen, der eine von denen ist der, von dem ich jetzt hier schon tausendmal erzählt habe, der jetzt auch Assistenzarzt ist, der hat die Zeit ja im Grunde auch schon durchgemacht. Das heißt, da war sehr viel Verständnis. Und der andere ist sein Zwillingsbruder. Das heißt, er kannte das auch schon von seinem Zwillingsbruder halt. Und da war halt einfach sehr viel Verständnis immer da. Und wir haben zwar nicht viel Kontakt gehabt, aber Ja. wir haben sehr viel. Also wenn der Kontakt da war, war er immer sofort gleich intensiv. So, Ja. und das zieht sich eigentlich bis heute hindurch. Also wir leben jetzt seit 8 Jahren oder so, oder eigentlich noch mehr, leben wir, ja, eigentlich schon fast seit 10 Jahren, leben wir nicht mehr in einer Stadt, was ich extrem schade finde. Und sage ich dir auch ganz ehrlich, war auch ein langes Hin und Her jetzt so für mich nach dem PJ. So bleibe ich in Hamburg, gehe ich zurück in die Heimat, auch aufgrund der beiden so. Also ich habe mich jetzt erstmal entschieden, dass ich auch gerne in Hamburg bleiben möchte. Ja. Aber die beiden sind ein großer Punkt. Also ich habe da auch mit denen darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich habe einfach Angst, dass diese Freundschaft irgendwann vielleicht dann doch kaputt geht, weil man sich also jetzt schon so lange also nicht mehr zusammen in einer Stadt wohnt. Und bei den beiden, vielleicht kommen da irgendwann Kinder ins Spiel. Und dementsprechend, ja, habe ich halt die Sorge, dass dadurch dann halt noch weniger Kontakt ist und man sich dann auseinanderlebt. Und die beiden sind mir halt einfach extrem wichtig. Aber von beiden kam eigentlich auch die Antwort, dass sie gesagt haben, dass die nicht das Gefühl haben, dass sowas unsere Freundschaft irgendwie kaputt machen könnte. Also schlechtes Gewissen habe ich da nie irgendwie eingeredet bekommen oder ist mir nie gemacht worden. Vorwürfe sind mir auch nie gemacht worden, auch jetzt nicht, wenn ich sage, ich möchte erstmal in Hamburg bleiben. Aber die Sorge ist halt meinerseits auf jeden Fall da. Aber das ist so eigentlich das Thema dazu. Es ist schwierig, da den Kontakt aufrechtzuerhalten und das ist auf jeden Fall viel weniger geworden. Und das ist jetzt auch immer noch nicht viel. Keine Ahnung, wir telefonieren alle paar Wochen mal miteinander und sehen, keine Ahnung, ist nicht häufig so. Also selbst wenn ich mal in der Heimat bin, heißt es nicht, dass wir uns sehen, weil, wie gesagt, wenn der eine in der Klinik hockt, dann ist er in der Klinik. Habe ich auch Verständnis für. Ja, richtig, ne? Trotzdem würde ich die beiden sehr gerne häufiger sehen. So, Nee, jetzt war mein. ein langer Monolog. Ja, Jetzt war werfe lang. ich den War. imaginären Ball mal zu dir rüber. Nee, ist alles gut. Ich habe dich auch gefragt. Also, ne, ich würde einfach nur mal dazu sagen, dass ich denke, dass einige Leute damit Probleme haben könnten, dass Freundschaften halt, gerade wenn man aus der Schule kommt,
irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, eingefroren werden könnten oder auf Eis gelegt werden, mehr oder weniger, gerade wenn Leute unterschiedliche Dinge machen. Du hast einen Punkt angesprochen, der sehr wichtig ist. Die beiden hatten Verständnis dafür. Die wussten, was du durchmachst, die wussten, dass es viel ist. Die wussten, dass man einfach die mentale Kapazität gar nicht hat und dass ja, dass es durchaus auch schwierig sein kann, selbst wenn man in einer Stadt wohnt, dass man beispielsweise nicht wie damals in zu Schulzeiten oder sowas noch um ja, 22 Uhr die Kraft hatte zu sagen, ey, komm, für ein, zwei Stunden komme ich noch eben rüber. Ist ja eben nur bis 12, ne? Sondern man war am Arsch, man war fertig, man wollte pennen, weil es am nächsten Tag weiterging mit Lernen. Ja, ich glaube einfach, dass man sich bewusst machen muss, dass es in Ordnung ist. So, dass es halt einfach ja, anstrengend ist und dass es okay ist und dass man sich dafür, finde ich, nicht rechtfertigen muss. Ganz im Gegenteil, eine gute Freundschaft sollte das aushalten können. Auch wenn das natürlich ab und zu ein bisschen schwieriger ist, natürlich. Aber der entscheidende Punkt, den du angebracht hast, ist, die Intensität des Kontakts sollte bei einer guten oder sehr gefestigten Freundschaft eigentlich nicht in irgendeiner Art und Weise einen Wandel durchleben. Nur weil man sich seltener sieht oder trifft oder hört. So, wollte ich nur an der Ist, Stelle mal gesagt ja, haben. es ist schwierig von beiden Parteien aus. Man verändert sich ja auch. Also Ja, alle klar, verändern sich natürlich. ein Stück weit. Ja, Und klar. die, ich sag mal, den Prozess müssen halt auch alle Beteiligten irgendwie zusammen halt mitmachen, ne? Aber da muss man sich auch Ja, drauf voll. einlassen, dass man, das, ich meine, ich bin nicht mehr derselbe Mensch wie damals nach der Schule, aber die beiden sind auch bei weitem nicht mehr die gleichen Menschen wie damals. Und das ist auch super so und das ist auch gut so. Ja, trotzdem werden das so mit dir natürlich, aber halt auch so die ersten Menschen, mit denen ich über irgendwelche Probleme halt reden würde, wenn ich irgendwelche hätte, so, ne? Ja, klar, natürlich, ne? Und das ist ja auch schön. Ja, genau, vielleicht mal dazu. Hast du noch eine Frage? Ja, klar, hätte ich noch Fragen, hast du einen Kinderwunsch? Ein Kinderwunsch? Kinderwunsch. Hier war Was ist einfach denn nur die jetzt hier Frage, los, ey? Kinderwunsch. Ey, was Fragezeichen. dann? Ist ein bisschen, bei dir vielleicht auch noch ein bisschen früh, ne? Ja, Bei mir ist die also Frage schon angebracht, sagen bei wir es mal dir, so. genau, bei dir müsste man da vielleicht schon mal anders drüber sprechen, aber also das Letzte, woran ich gerade denke, sind Kinder, bin ich ganz ehrlich. Ich sag's ja auch ganz ehrlich, jetzt ein Kind, ich mag Kinder, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, aber das wäre so in der Situation gerade so nicht worst case. Also es gibt schon noch Dinge, die schlimmer sein könnten, die Aber jetzt es geht passieren könnten schon im Leben. auf einer Skala von 0 bis 10. Wie schlimm wäre es jetzt? Ja, wäre schon eine 8. Wäre schon Wäre eine schon 8, Kacke. Wäre oder? schon Also Kacke. ich bin ganz ehrlich bei dir, ich würde sogar höher gehen. Ich würde bei mir schon fast an. Also, okay, 10 wäre so Worst Case, so wahrscheinlich so eigene Krankheit der Nächsten, ne? Das Sa meine ich nicht. sa Deswegen will ich es sa jetzt nicht sagen, höher packen, sagen wir weil. bei mir schon eine 9. Ich sage ganz ehrlich, das wäre schon eine 9, glaube Okay, ich, für mich ich momentan. bleibe trotzdem bei der 8, weil also es gibt immer noch Dinge, die halt wirklich durchaus weitaus schlimmer sind. Also, wenn jetzt meiner Familie irgendwas passiert, Freunden, gesundheitlich, einem Ja. selbst, das wäre auf jeden Fall schlimmer, als ein Kind zu bekommen. Ich sag dir aber ganz ehrlich, was das Problem ist, ne? Der Grund, warum ich das so warum es für mich eine 9, vielleicht eine 9 plus ist oder 9,5, ist die Tatsache, dass es gar nicht darum geht, dass ich sage, boah, es ist jetzt ja mega schlimm, dass man ein Kind hat, sondern man muss ja so einer Verantwortung erstmal gerecht werden können, ne? Also es geht gar Ja. nicht unbedingt darum, dass ich sage, irgendwie, wie ich schon meinte, man ist jetzt selber so eingeschränkt, ist auch scheiße, ne? Wenn man das nicht will. Gerade dann, aber man muss ja dann, wenn man das halt dann hat oder kriegt, dann muss man auch all in gehen, so. Finanziell am besten stabil sein, ne? Und das könnte ich wahrscheinlich momentan einfach gar nicht gewährleisten und deswegen wäre ich auch mega gestresst, also gar kein Bock. Am Ende wird es irgendwie funktionieren, Ja, gerade so klar, mit natürlich, aber. Familienunterstützung, aber ich gebe dir da voll recht. Also ich habe das also so finanziell und hätte das nicht das Gefühl, dass ich auch der Verantwortung aktuell nicht gerecht werden könnte. Plus, man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt, ne, das kann man jetzt nicht wissen, wenn man die Frage halt natürlich schreibt. Das ist ja aber auch so, ich habe das ja schon mal erzählt hier im Podcast, dass meine Freundin eine genetische Erkrankung hat. Von daher, ich will da jetzt nicht zu sehr drin abdriften, dass wir da jetzt zu krassen Deep Talk machen, aber ist halt auch immer noch die Frage der Möglichkeit, so, ne, ob das. Wie das drin ist, ob das drin ist, nicht so easy. Ich dachte, du kommst jetzt ja nicht auf euren Hund zu sprechen, der sich ja momentan eigentlich auch schon ein gewisses Maß an ja, Aufmerksamkeit sozusagen mit Absolut. dem Gesundheitszustand eben auch einfordert, ne? Ja. Um das kurz abzureißen, unser Hund wurde halt auch operiert vor ein paar Monaten und da war es auch sehr kritisch, sagen wir es mal so. Justin war schon hier, Ich um war mal schon da. Goodbye zu sagen. So, das war An schon meinem auch eine ersten harte Tag von meinem Zeit. Examen, ne? Ja, wo ich echt überlegt habe, rufe ich dich an, rufe ich dich nicht an oder sage ich dir War gut. Bescheid. War gut. Ja. War gut, war gut. Ja. So. Was haben wir denn noch hier? Mal vielleicht mal ein bisschen, um die Stimmung hier wieder anzuheben, du. Aber.
ist immer so ein bisschen, was schon mal im, Wir ah, nee, das hatten wir schon. sind ja schon in fortgeschrittener Zeit, also so ein, Ja. zwei Fragen noch, würde ich sagen, und dann machen wir noch einen Deckel zu hier, ne? Ja, sind wir schon im fortgeschrittenen Alter, ja. Lass mich doch mal meinen Urlaub genießen hier. Ich Ja, habe du nicht so viel kannst den Zeit. Urlaub. Mann, ich hatte doch gerade noch eine Frage, aber jetzt blätter ich jetzt zu viel. Ah, gut. Was bleibt nach dem Studium an Erinnerungen? Irgendwelche skurrilen Momente? Hast du irgendwas, genau, hast du irgendwas, was dir jetzt sofort, wenn du jetzt sagst, Ja. Magdeburg-Studium, was dir in den Kopf schießt? Ja, ich habe eine Sache sofort. Echt? Ja, sofort. Okay. Vorklinik, Kinder, Keller, Lachflash. Das ist das Erste, was Oh, mir gerade krass, eingefallen okay, ist. daran denkst du Das sofort. ist das Erste, was mir gerade so ganz spontan in den Kopf kam. Ach, Weil du meintest witzig. skurril, das war so das Erste, weil es so eine Okay, ja, makabere okay, Situation war. skurril, okay, ja. Ja. Ich musste jetzt bei dir an deine OP-Erfahrung aus der Klinik sofort denken, Ah, wo du jo, dann noch okay, irgendwie krass. panisch dann, ne, das Ja, war. okay, ja, jo, krass, okay, ja. Da muss ich jetzt bei dir dran denken, bei mir Fair jetzt point. skurrile Momente, okay, jetzt wo du es sagst, die Erfahrung, da muss ich aber auch an Thermi denken, das war Bonding und auch an Berufsfelderkundung, das war auch Bonding. Der Moment, wo wir übers Zocken gesprochen haben und ich Ja. weiß auch nicht mehr, warum wir irgendwie eingekriegt haben, weil das war schon, da haben wir gemerkt, okay, wir haben beide sehr viel gezockt in unserer Jugend. Jo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als jetzt einfach nur darum ging, was bleibt in Erinnerung? So, und habe gesagt, okay, was ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich jetzt an Magdeburg denke? Boah, da würde ich vielleicht auch noch an Lidl denken. Also an die, Kuhne, an den Lidl. Ich also an die Lidl Leute da, ne? muss jetzt irgendwie an unsere täglichen Spaziergänge denken, beziehungsweise vor allem einen, wo wir gedacht haben, okay, das sieht so ein bisschen aus, als würde es hier zum Strand gehen. Ah, Aber yo, yo. natürlich geht es da nicht zum Strand. Ging ins Industriegebiet, Leute. Ja, Spoiler. das ging in die Industrie. Aber ich muss mich dann noch an einen Spaziergang erinnern, da ging gerade so die Sonne unter. Das war echt schön. So, und da sind wir, ich weiß gar nicht, ob wir da schon zusammen gewohnt haben. Ich glaube schon. Das war Ja, so am bestimmt. Anfang der Zeit. Ich glaube, das war so, also es war Safe 4 Klinik. Ja, das war in dem Jahr, wo wir zusammengezogen sind. Boah, das Da ist ja irgendwie irgendwie jetzt muss ich so da süß. jetzt. Das ist jetzt irgendwie das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Da kriege ich jetzt Muttermilch, die einschießt. Ey, ganz ehrlich, was Ich ich würde dran sagen nuckeln. muss, Alter. Ja, jetzt haben wir den. Würdest. Nee, das Nein, war ich hör auf, nicht. nein, du kannst. Hör auf, Mann. Hör auf, sowas will ich gar nicht hören. Du bist so ein kranker Typ, Würdest du ey. es probieren oder nicht? Nein, Mann, Warum nein. denn nicht? Junge, was ist denn falsch mit dir? Hör auf damit jetzt. Warum nicht? Nein, hör auf, guck mir nicht so an, Mann. Du bist ja Warum? richtig enttäuscht, Es ist doch Alter. nicht schlimm. Ich sag dir, was das Ding ist. Du willst es selber probieren und willst, dass es legitimiert wird, dass ich sage, ja, würde ich auch machen, damit es bei Ja, dir nicht mehr so gut, okay, creepy ist. dann bitte jetzt mal Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre das jetzt so problematisch, wenn man die Muttermilch mal probiert? Nur um zu wissen, wie das schmeckt? Nee, Mann. Würde ich jetzt gerne mal Bin eine Bezugnahme zu. Ist das okay oder ist es nicht okay? ich gar nicht. Also, was heißt, ist okay oder nicht okay? Ich finde es halt irgendwie voll weird. Echt? Okay, dann ist es Ja. weird oder ist es nicht weird? Ja, genau das musst du fragen. Das ist Dann können wir schlimm. das so rum eher fragen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kilometer wir im Magdetown abgerissen haben an Doch, Spaziergängen. ich würde es gerne mal so. So ein Live-Tracker. Ich würde gerne mal so bestimmte Statistiken So haben. Weißt du? Lebensstats Ja, einfach genau, so, so ne? Lebensstatistiken. So wie so Safe. beim Fußball, so nach dem Spiel, so am Ende so viele Schüsse aufs Tor und sowas. So, das würde Pass ich gerne mal so. auf, in 50 Jahren können wir das nämlich, denn durch den Chip haben wir ja implantiert bekommen. Mit der Das ist ersten vollkommen richtig. Drogenprobe. Das wäre geil, ey. Ich hoffe, sie haben es gemacht. Das, ja, ich auch. Aber so, was wäre noch so eine Statistik, die du gerne wissen würdest? Was noch gerne, was Ja, noch was sind das eine für eine wäre? Statistik, die du hättest? Ich glaube, ich würde gerne mal sowas wissen wie, wie viele Bälle habe ich aufs Tor geworfen oder geschossen oder sowas, weißt Ja, du? okay, das wäre auch gut, das wäre auch gut. Ich muss jetzt. Ach nee, komm, das lassen wir. Heute lassen wir das mal raus aus der Folge. Sag mal, nein, Lukas, nein. Warst du das mit den Dixie-Klos mitbekommen? Aber das Yo! können wir in der nächsten Folge, weil es ist so Wie die viel Leute zu. das, wie Leute mir alle geschrieben haben, ey. Jo. Falls sie sogar Profiläufer, ne? Also. Alter, Das ist schon. die Frage ist übel. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, Nee, komm, damit fangen wir das nicht kannst du an. nicht machen, Damit ey. fangen wir nicht an. Damit fangen wir nicht an. Das ist nicht in Ordnung den Betroffenen gegenüber, Würdet finde ihr ich. das Studium empfehlen, bezogen auf Stress und Druck? Nö. Nee, also. Also, wer Stress und Druck, also ich sag mal, wer sagt, ich möchte das meiden in meinem Leben, ne? Und ich habe da gar keinen Bock drauf und ich kann damit überhaupt nicht umgehen, dann würde ich es mir wirklich überlegen. Muss man einfach so deutlich sagen. Auf Heißt nicht, jeden dass man es Fall. nicht schaffen kann, bla bla, das haben wir alles schon 75.000 Mal geklärt. Aber du wirst Stress und Druck in dem Studium haben. In vielen anderen auch, aber da ist es auf jeden Fall sehr garantiert so. Also da ist es jetzt nicht so, dass ich empfehlen würde, dass, also ja, nee, wenn man das vermeiden möchte, dann sollte man das nicht machen.
Aber weißt du, wer keinen Stress und Druck will, der darf eigentlich auch nicht leben. Also um Gottes Willen, ich will jetzt keine komischen Sachen hier herbeiführen, ne? Aber na, ja. Ja. Wir haben alle viel Stress und Druck, denke ich. Und das Studium ist wirklich aber dann nochmal etwas, was das Ganze mit befördert, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, können wir eigentlich gleich. Ich sehe jetzt eigentlich nur noch eine Frage, was ich nach dem M3 unmittelbar vorhabe. Das Ja, können wir dann nochmal klären. können wir dann nochmal, genau, können wir Das dann können wir, nochmal ja. drüber quatschen, was dann noch so in Zukunft geplant ist. Da werden wir jetzt Aber noch eine wahrscheinlich so wie Stunde du, voll machen. chillen, reisen. Also Ja. das Übliche. Die EM, ich habe es vorhin schon gesagt, die zwirbel ich mir rein. Ich glaube, da gucke ich einfach jedes Spiel. Das Und kannst du ja dann auch das tun. meine ich Das wortwörtlich. Geile ist, es ist ja in Deutschland. Das heißt, ich kann die Spiele ja sehr wahrscheinlich größtenteils sehen, die Prime-Spiele. Ja, Weißt du? das Weil es stimmt. war ja nicht so wie letztes Mal in meinem PJ. Gut, ich meine, da habe ich die WM in Katar, war das ja eh nicht gesehen. Ja. Aber wenn, dann wären die Spiele ja halt auch, keine Ahnung, um was weiß ich wann gewesen. Muss sagen, Europameisterschaft, selbst wenn sie jetzt in einem anderen Land wäre, wäre jetzt nicht eine Schon Zeitverschiebung klar, von viel. da hast du recht. Aber ne, du weißt ja, was ich meine. Stimmt, das ergibt Sinn, das ist eine Europameisterschaft, lol. Warte immer Einserschüler. Ja, was Nee, heißt denn war ich immer überhaupt nicht. Einserschüler? In der Also. Schule, ob wir notentechnisch gesehen immer so Einser. Jetzt so Klischee, Medizinstudent oder Studentin, 1-0er Abi, immer 1 Nee, geschrieben. nee, das Ich nicht. kann es euch ganz ehrlich sagen, bis zur Oberstufe habe ich mir zero eine Platte gemacht darum, was ich für Noten habe. Also ich bin gut durchgekommen. Ich hatte immer einen Schnitt von 2 irgendwas. Ich war ein kompletter Durchschnittsschüler. Die einzige 1, die ich auf dem Zeugnis hatte, war in Sport. Und ansonsten habe ich gezockt, habe Fußball gespielt und keine Hausaufgaben gemacht. Also so ein absoluter, ich war ruhig, ich war jetzt nicht schlecht, aber ich war auch nicht gut. Ich habe mich nicht gemeldet, weil ich mich nicht getraut habe. Ich war so, ja, so das war ich so bis zur Oberstufe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht musst du ein bisschen was machen, so, um ein ganz okayes Abi zu bekommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich ein 1,7er Abi bekomme. Das war, muss man ganz ehrlich sagen, durch meine Abiturnoten extrem nach oben gepusht. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich so ein 2er Abi gemacht, 2,0 wahrscheinlich. Also so. So war es bei mir. Ich habe eigentlich, glaube ich, meinen Schnitt immer so ein bisschen gehalten. Ich glaube, ich war immer auf so einem 1,8er, 1,9er Schnitt. Ja. Und dann zum Abi hin habe ich einen 1,5er gemacht. So. Ja, Irgendwie also so war ich genau. immer. Ist ja auch, also da haben ja auch viele dann eher so die Motivation, noch mal ein bisschen mehr reinzuhauen. Ist ja auch cool. Vielleicht hatte ich auch schon mal, also ich hatte auch vielleicht mal eine 1,3 oder eine 1,6 oder so, aber irgendwie immer so in diesem Bereich so. Ja. Gut, komm, runden wir das Ding hier ab. Ich Das reicht, ne? finde keine Hast recht. weitere Ja. Question mehr. Dann danke fürs Zuhören, so wie immer, und stellt uns weiterhin Fragen und gebt uns auch gerne Feedback, nettes Feedback, auch nicht so nettes Feedback. Wenn nicht so nettes Feedback, dann gerne ordentlich formuliert. Ihr wisst, ich bleibe trotzdem immer sehr höflich in den Insta-DMs. Lukas weiß, was ich meine, bestimmt, ohne dass wir drüber gesprochen haben. Der Blick war gut. Ja, ich bin da sehr höflich, aber schlag mir da trotzdem immer die Arme, Hände über den Kopf zusammen. Also, Ich wenn mir die ihr. Handy vor die Augen, Ja, wie dein genau. Affen-Emoji. Also, wenn ihr Kritik anbringt, bitte super gern. Da freue ich mich wirklich drüber, weil wir ja immer gewillt sind, unseren Podcast zu verbessern und so. Aber bringt die Kritik bitte ein bisschen sachlicher an, wenn ihr es dann macht. Ne? Also, teilweise ist es wirklich ein bisschen random. Wobei man jetzt sagen muss, es soll jetzt gar nicht so klingen, als wenn wir da viel kriegen. Ne? Also, super einzelne Nachrichten immer, die ja manchmal auch einen Punkt haben. Aber denkt halt dran, Leute, wir kennen euch nicht. Ne? Also, wir sind keine Buddies so. Ne? Also, klingt böse, aber ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Gut, tschüss. Ich glaube, verstehen alle. Super. Aber ich schließe mich Justins Worten an, wünsche euch eine super Zeit und damit schließe ich den Podcast.